Hallo, in einem der nächsten Videos werden wir den Begriff der Superfakultät benötigen und deshalb wollen wir den kurz mal definieren. Aber erstmal wiederhole ich ganz kurz, was eine Fakultät ist, und zwar N-Fakultät, ne? Dieses Ausrufezeichen wird gesprochen als Fakultät. N-Fakultät bedeutet, dass sich die ersten N natürlichen Zahlen miteinander multipliziere. Also 1 mal 2 mal 3 mal 4 und so weiter bis zur Zahl n. Ja, außerdem muss ich noch definieren, was Nullfakultät ist. Und zwar Nullfakultät ist gleich 1. Gut, machen wir mal ein Beispiel. 4 Fakultät bedeutet, dass ich die ersten 4 natürlichen Zahlen miteinander multipliziere. Also 1 mal 2 mal 3 mal 4. Ja, und das ist dann eben 24. Gut, ich habe es hier nochmal drunter geschrieben, ein Merksatz. N-Fakultät bedeutet, dass ich die ersten n natürlichen Zahlen miteinander multipliziere. Gut, also das war die Wiederholung und jetzt kommen wir zum Begriff der Superfakultät. Die wird abgekürzt SF, ne? SF für Superfakultät. Und zwar die Superfakultät von N bedeutet, dass ich die ersten N-Fakultäten miteinander multipliziere. Also 1-Fakultät, 2-Fakultät, 3-Fakultät, 4-Fakultät und so weiter, ne? Immer miteinander multiplizieren bis N-Fakultät. Ja? Außerdem muss ich jetzt wieder festlegen, was ist die Superfakultät von 0? Ja, und da wählt man wieder die Zahl 1. Gut, dann machen wir hier mal ein Beispiel. Gesucht ist die Superfakultät von 4. Ja, das heißt, ich muss die ersten 4 Fakultäten miteinander multiplizieren. Also 1 Fakultät mal 2 Fakultät mal 3 Fakultät mal 4 Fakultät. Ja, und was ist 1 Fakultät? 1 Fakultät ist 1, 2 Fakultät ist 2, 3 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3, also gleich 6, und 4 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 mal 4, und das ist 24. Ja, und wenn ich das alles multipliziere, erhalte ich 288. Ja, und da sieht man schon, die Superfakultät, die wächst viel schneller als die normale Fakultät. Ne? Denn 4 Fakultät ist 24, aber die Superfakultät von 4 ist 288. Gut, jetzt wollen wir die Definition der Superfakultät noch mit dem Produktzeichen schreiben. Ja, aber erstmal eine kurze Wiederholung. Und zwar kennt ihr ja alle das Summenzeichen. Das ist der große griechische Buchstabe Sigma. So, jetzt gibt es aber nicht nur ein Summenzeichen, sondern auch ein Produktzeichen. Na, und zwar ist das der große griechische Buchstabe Pi. Ja, und dieses Produktzeichen wollen wir jetzt hier für diese Definition benutzen. Und zwar haben wir da eine Laufvariable i, die nimmt nacheinander alle Werte von 1 bis n an. Ja, und jedes Mal, wenn i einen neuen Wert annimmt, dann setze ich dieses i hier ein. Ja, machen wir das mal. Also erstmal ist i gleich 1. Also setze ich hier die 1 ein, dann habe ich 1 Fakultät und das schreibe ich hier hin. So, dann wird die Laufvariable i erhöht auf 2. Ne, i ist jetzt 2. Dann setze ich die 2 hier ein für i. Dann steht hier 2 Fakultät. Das ist dieses Glied. So, dann wird die Laufvariable i wieder erhöht auf 3. Dann setze ich die 3 wieder hier ein. Dann habe ich 3 Fakultät. Ne? Das steht hier. Ja, das geht so lange, bis i gleich n ist, denn hier oben steht ja n. Ja, dann steht hier n Fakultät und das habe ich hier. So, jetzt steht ja hier ein Produktzeichen und deshalb muss ich zwischen diese ganzen Glieder ein Produktzeichen schreiben, also ein Mal. Ne? 1 Fakultät mal 2 Fakultät mal 3 Fakultät, also überall ein Multiplikationszeichen zwischen machen. Ne? Stände jetzt hier kein Produktzeichen, sondern dieses Summenzeichen hier oben, dieses Sigma,
Ja, dann müsste ich hier überall ein Plus zwischen machen. Ja, aber wir haben ja hier ein großes Pi, das ist ein Produktzeichen, also muss hier überall ein Malzeichen zwischen. Ne? Das ist der Unterschied zwischen den Summenzeichen Sigma und dem Produktzeichen Pi. Ja, am Ende noch ein kleiner Ausblick. Und zwar haben wir ja hier definiert 0 Fakultät gleich 1. Ne, und das kommt vielen Studenten komisch vor, denn so aus dem Bauchgefühl heraus würde man sagen, 0 Fakultät müsste doch eigentlich 0 sein. Ja? Aber das hat schon seinen Grund. Das ist richtig, dass man 0 Fakultät gleich 1 setzt. Und zwar kann ich das ja mal erklären. Die Fakultätsfunktion, also n Fakultät, ist ja eine Funktion, die nur für natürliche Zahlen definiert ist. Ja, solche Funktionen nennt man auch Folgen. Ja, so, jetzt kann ich also diese Fakultätsfunktion aber auch für reelle Zahlen definieren. Ja, und das führt dann zum Begriff der Gamma-Funktion. Ja, das ist sozusagen eine Verallgemeinerung. Hier habe ich den Definitionsbereich der natürlichen Zahlen. Hier habe ich den Definitionsbereich bei der Gamma-Funktion der reellen Zahlen. Man kann sogar die komplexen Zahlen nehmen. Ja, und wenn man diese Gamma-Funktion dann eben definiert hat und man setzt hier den entsprechenden Wert ein, dann erhält man mit Hilfe der Gamma-Funktion, dass 0 Fakultät gleich 1 ist. Ist auch ein einfacher Beweis, muss man nur den entsprechenden Wert einsetzen, dann sieht man das. Können wir ja im nächsten oder übernächsten Video machen. Gut, aber hier sind wir erstmal am Ende. Auf Wiedersehen!